Ich habe hier was. Die berühmte Popcorn-Grille. Nur dann hilfreich, wenn man sie auch fängt. Wir wollen uns ein bisschen mit Ernährung beschäftigen und da habe ich mich schon in das Seven vs. Wild Lab gesetzt. In das Live-Action-Roleplay. Ich habe denselben Vlies und dieselbe Hose an, die ich auch in Neuseeland anhatte. So, jetzt komm, gleich esse ich dich wirklich. Man isst so viel man kann und wir wollen uns hier mit der Angel beschäftigen. Also, was heißt mit der Angel? Das ist das sogenannte Angelkit, was wir im Werkzeugkoffer hatten. Liebe Cutter, damit näht man, damit angelt man nicht. Aber wir wollen schauen, wie wir mit sowas tatsächlich auch eine sinnvolle Angel machen können. Und bevor wir das machen, einige Vorbemerkungen. Wann angeln wir, in welchem Zusammenhang angeln wir und macht das Ganze überhaupt Sinn? In Neuseeland war das Allerwichtigste, dass wir erstmal einen Stable haben. Eine Pflanze, ein Grundnahrungsmittel, von der wir uns ernähren können. Die habe ich gefunden, das waren die Karexwurzeln und vor allem die Hagebutten. Und die Disteln. Und die Disteln. Disteln waren aber ein bisschen weniger. Ja, ich habe im Film immer Klette gesagt, aber es sind tatsächlich Disteln. Und damit ist meine Grundversorgung gesichert. Das ist vergleichsweise wenig Energie, wenn man das damit vergleicht, was ich sonst daheim so esse. Das heißt, über kurz oder lang möchte man dann doch ein bisschen mehr. Und deshalb beschäftigt man sich damit auch. Aber ich bin voll leistungsfähig vor Ort. Wenn ich auf so einer Tour bin, dann nehme ich erstmal Gewicht ab und reduziere damit aber auch meinen Bedarf. Und das Wichtigste ist, dass ich so lange wie möglich handlungsfähig bleibe, um dann beispielsweise dann an Fisch oder andere Tiere oder andere Pflanzen dran zu kommen. Weil wir haben noch einen kleinen Joker und das sind tatsächlich Joker, da sind Hagebuttenbüsche. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig von extern das Ganze einzuschätzen, vor allem was das Angeln angeht. Und diese Einschätzung wollen wir jetzt mal kurz machen. Erstens, wir haben kein Angelmaterial vor Ort. Wir haben ein Nähkit und aus diesem Nähkit kann man ein Angelset herstellen. Wir haben, mit Ausnahme der Popcorn-Grillen, die aber niemand gesehen hat, keine Köder vor Ort. Ich habe jeden Tag etwa, ich würde sagen, 5-6 Kilogramm, mehr, 15 Kilogramm Erde bewegt und insgesamt 3 Larven gefunden. Einen Regenwurm und 2 kleine Käferlarven, winzig klein. Hast du die gegessen? Die habe ich als Köder verwendet. Das Finden der Larven wurde leider auch nicht gezeigt. Zum Angeln habe ich die verwendet, ja, natürlich. Auch das wurde leider nicht gezeigt. Aber man hat einmal kurz eine Tüte mit den Ködern gesehen. Das war das Einzige, was an Kleinvieh aufzutreiben ist. Und ja, da muss man eben schauen, wie man an die Fische drankommt. Stichwort, wie viele Fische gibt es denn vor Ort tatsächlich? Wenn du wissen möchtest, ob in einem Gewässer Fische sind, dann musst du das Gewässer dir anschauen. Gibt es dort viele Kleintiere drin, also Nahrung für die Fische? Das war vor Ort kaum der Fall. Es gab ganz wenige Larven. Und zweitens, du leuchtest ins Wasser, nachts, wenn möglich, und schaust, ob da Tiere drin sind. Und was hatte ich gesehen? 2 oder 3 so große Fische, 15 cm maximal, wahrscheinlich kleiner. 15 bis 20, 20 wäre so, naja, das war Jungfisch. Und einige knapp über Larvengröße. Das heißt, in diesem Fluss war tatsächlich extrem wenig drin. Normalerweise siehst du abends, der Fluss fließt vor sich hin, ein paar Insekten, wenn es Insekten gibt, fallen auf die Wasseroberfläche und man hört ein Platschen oder ein Fisch kommt hoch an die Oberfläche. Das hatten wir alles nicht. Die komplette Zeit, die wir vor Ort waren, hatten wir keine Fische gesehen, mit Ausnahme der Fische, die wir nachts gesehen haben. Keinen Schatten auf dem Boden, keine Flucht, wenn man ans Wasser rankommt. Es war ein fast steriles Gewässer. Dass wir es trotzdem versucht haben, macht Sinn. Wir haben unser Grundnahrungsmittel, wir haben unsere Hütte, die sicher ist. Und dementsprechend kümmern wir uns jetzt langsam, aber sicher um andere Lebensmittel. Wir werden mal schauen, wie sich es in der weiteren Staffel bewegt, wie sich es in der Staffel weiter bewegt, ob wir noch aktiv auf Jagd gehen. Weil jetzt sind wir so weit abgesichert, dass wir tatsächlich diese Freiheiten haben. Wir haben jetzt oder bis jetzt von den Reserven gelebt und jetzt machen wir weiter. Die Schlingen habe ich allerdings abgebaut. Warum habe ich die abgebaut? Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe bei den Schlingen ein schlechtes Gefühl gehabt und es wäre notwendig gewesen, um wirklich 7 Personen mit Nahrung zu versorgen. Und jetzt sieht es aber auch so aus, dass ich der Einzige bin, der die Wurzeln futtert. Ich bin das einzige glückliche Kaninchen. Warum? Die anderen essen Schmackos und Schokolade. Schmackos und Schokolade haben kurze
Kohlenhydrate. Das heißt, die Leute kriegen ein kurzes Hoch und danach geht es wieder runter. Ich ernähre mich relativ gut vor Ort. Das heißt, viele Wurzeln, Pflanzen, Ballaststoffe. Und mir geht es auch gut. Ich bin voll leistungsfähig und zwar durchgehend gleichbleibend. Ich habe nicht diese Hochs, aber so ein Fisch wäre natürlich ganz nett. Also versuchen wir mal, an Fische dran zu kommen. Ist aber gar nicht so einfach. Es fängt damit an, dass wir keine Angelrute haben, dass wir keine Angelleine haben. Was habe ich als Angelrute verwendet? Es wurde ja gefragt, warum habe ich nicht längere Angelrute gesucht? Jetzt stelle ich schon die Artikel aus wie Hugo. Also warum habe ich keine längere Angelrute gesucht? Wo kam die her und warum habe ich, glaube ich, etwa 3 Stunden gebraucht, um diese Angel herzustellen? Weil deine Finger kalt gefroren waren? Nein, weil es viel Arbeit war. Erstmal, die Angelrute war tatsächlich eine Rose. Das war ein Rosenast, weil von den südlichen Buchen, die es vor Ort gab, solche Routen nicht verfügbar waren. Und das Einzige, was es noch gab, war auf der anderen Flussseite einen schwarzen Holunder. Und da waren die Äste aber so brüchig und morsch, dass ich die nicht verwenden konnte. Aber die südliche Buche hatte doch so lange Zweige und Äste. Die südliche Buche hat solche Äste, knörrige Äste, aber niemals so eine 1,5 Meter lange Route, die einigermaßen gerade ist. Gab es bei der nicht. Das heißt, das, was ich hier habe, ist jetzt eine Brombeere. Die kann ich stellvertretend für die Rose einfach mal. Weil es ja auch rausholen. Ein Rosengewächs, oder? Ja, es ist ein Rosengewächs, ganz genau. Habe ich gut aufgepasst? Ja, wunderbar. So, und die erste Aufgabe, das ist jetzt ein bisschen kürzer und ich zeige es nur so lange, wie es notwendig ist, weil das von der Brombeere tatsächlich etwas dünner ist. Aber damit ihr mir glaubt, dass es eben doch durchaus Arbeit war. Jede dieser Stacheln entfernen. Und das ist bei Rosen gar nicht so einfach. Und vor allem bei den Rosen, die ständig angefressen werden. Fun Fact, viele Pflanzen reagieren darauf, wenn sie regelmäßig beschädigt werden. Und Rosen und Robinien, wunderbare Alliteration, führen dazu, dass, also wenn die angefressen werden, dass die sehr viel mehr Stacheln verursachen. Bilden. Also die haben dann ganz, ganz viele Stacheln überall. Und das dann frei zu bekommen, war auch mit Handschuhen nicht ganz so einfach. Also das hat alleine schon eine halbe Stunde gedauert, bis ich meine Route hatte. Hört sich wieder komisch an. Ich habe meine Anfangsalliteration vergessen. Irgendwas mit Eschen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Patricia, hast du eine Idee? Eschen? Ich dachte, du bist gerade bei Tieren schon angekommen. Ja, ich weiß. Also Eschen sind ja Tiere. Die Esche. Ach so, die mit Ä. Ja, arschige Esche. Hallo, ja, das, arschige Esche. Das ist aber unverschämt. Sei nicht unverschämt. So arrogant. Ja, okay, dann. Hör auf, rumzumobben. Ich höre auf, die Eschen. Dann sind das. Ach Gott, ich brauche Alliteration. Währenddessen mache ich mal das Seil hier auseinander, während ich. Oder macht ihr mir bitte eine Alliteration mit Esche da unten rein? Wir hatten diese Art von Kordel vor Ort. Und zwar dieses gelbe Seil. Und das war spröde. Das war schon einige Jährchen alt. Und daraus musste ich jetzt eine Angelleine herstellen. Das, was man bei solchen Seilen generell macht, man zieht sich erstmal so eine Litze raus. Das Seil besteht aus diesen vielen kleinen Fäden. Und die sehen ja schon mal ganz gut wie Zahnseide. Eine Angelleine aus. Nee, Zahnseide wäre ja mit noch feineren Fasern. Aber das Ding hier, das sieht eigentlich so aus wie Angelleine. Das Problem war jetzt allerdings, dass diese gelbe Leine aus dem Flugzeug schon so spröde war, dass die Einzelleine nicht mehr als Angelleine verwendet werden konnte. Und dementsprechend musste ich da wirklich arbeiten. Ich habe erstmal 2, 3 dieser dünnen Fasern mir gesammelt, um daraus an Angelleine-ähnlichem Material zu kommen. So. Aber, wie gesagt, sehr, sehr spröde. Und das, was man nicht haben möchte, ist, dass man einen Fisch hakt und den dann nicht mitnehmen kann. So, und dann habe ich die Angelleine miteinander verknotet. Ich mache jetzt hier einfach einen Doppelknoten drauf. Ich habe damals den Blutknoten verwendet. Das könnt ihr mal googeln. Würde jetzt hier tatsächlich etwas zu weit führen. So, jetzt habe ich hier eine lange, gerade, völlig unsichtbare Leine. Und ganz unsichtbar ist sie nicht. Ja, wenn man es erkennt, ist ja schon mal was. Und jetzt, damit kann man aber nicht angeln. Und wir sind jetzt gerade erst bei Rute und Leine. Und jetzt kam die eigentliche Fleißarbeit. Mit eiskalten Fingern musste ich jetzt aus diesen sehr dünnen und spröden Fasern eine Kordel herstellen.
So, und jetzt habe ich das hier umgeknickt und ich habe tatsächlich begonnen, mit den völlig durchgefrorenen Fingern zu kordeln. So, so sieht es aus. Die beiden Leinen habe ich miteinander gekordelt. Und das, was dann entstanden ist, ist eine etwas dickere Schnur. Die ist super dick im Vergleich zu einer Angelleine, die ihr für diese Fischgröße verwenden würdet. Aber das Einzige, was wir hatten. Wenn wir angeln und haben eine zu dicke Leine, gibt es nur die Chance, dass ein Fisch aus besonders viel Hunger anbeißt und ihr den Fisch unmittelbar rausheben könnt. Das ist mit diesem System aber durchaus möglich. Was ist das Problem, wenn die Leine zu dick ist? Der Fisch sieht die Leine dann und haut ab? Ganz oder? Genau. Der Köder bewegt sich nicht natürlich. Der Fisch knabbert mal an. Also deshalb gibt es eigentlich nur die geringe Chance, dass ein Fisch da drauf geht. Sind die Fische so vorsichtig? Das ist immer davon abhängig. Also wir werden hier auf diesem Kanal diese Angel oder eine neu gebaute nach demselben System verwenden an einem Gebirgssee mit Döbeln. Also den Kanal gerne abonnieren, wenn ihr das Video sehen wollt. Du meinst Döbel die Fische? Döbel die Fische, ja. Nicht. Nur falls jemand Dübel verstanden haben ja, sollte. Ja, und auch nicht Dübel die in Deutschland mittlerweile erlaubten Dübel. Naja, egal. Hä? So, und jetzt geht es eigentlich relativ fix, aber das war bei der spröden gelben Leine sehr viel anspruchsvoller und hat auch länger gedauert. Auch weil ich sehr, sehr kalte Finger hatte. Ja, wie viel Meter hast du dann davon hergestellt? Also, das, was ich hier unten habe, das ist das Vorfach, wenn du so möchtest. Also das hier. Das sieht man schön. Erklär mal, was Vorfach heißt. Sehr gut. Das ist so ein Vorteil, wenn man jemanden hat, der mich einbremst. Vorfach ist die Leine, die ihr zwischen Haken und der Hauptschnur beim Angeln habt. Die Hauptschnur, das ist die etwas dickere Schnur. Manchmal ist es geflochtene Leine. Manchmal ist es auch irgendwie andere grobe, gröbere Schnur. Und das Vorfach ist dünner. Am Vorfach ist dann unmittelbar der Haken angeknotet. Hintergrund ist, das Vorfach kann sehr dünn sein und dünne Leine reißt natürlich relativ schnell. Kannst du da so Grafiken dann einblenden, links oder rechts? Nee, von dir? Damit fangen wir gar nicht erst an. Also. Ja, doch? Nein. Wie funktioniert das also mit diesem Vorfach und der Hauptschnur? Wir haben unsere Angelrute. An dieser Angelrute ist die Hauptschnur. Die Hauptschnur, die darf relativ dick sein, weil die kriegt der Fisch niemals zu sehen. Und vorne an der Hauptschnur ist dann das Vorfach. Das Vorfach ist sehr viel dünner. Und hier unten dran ist der Haken. Wenn der Haken irgendwo auf dem Boden an einem Gebüsch hängen bleibt und man zieht an dieser Schnur, um die Angel wieder rauszuholen, dann reißt das Vorfach durch und die lange und meistens sehr viel wichtigere Hauptschnur geht nicht kaputt. Aber Fische sind natürlich auch vorsichtig. Deshalb macht man nicht einfach hier den Haken an die Hauptschnur dran, weil die Hauptschnur, die ist ja so dick, dass wenn hier der Haken dann dran ist, dann will der Fisch den Haken nicht schlucken. Und das hier ist jetzt mein Vorfach. Sieht doch eigentlich schon ganz sauber aus, wenn man es erkennt. Hoffentlich. Und warum habe ich das so gemacht? Ich muss die Leine mindestens doppelt legen, weil sonst ist die viel zu schwach, auch für so einen 15 cm Fischle. Wenn das da dran hängt, dann reißt das mir diese gelbe Leine durch. Und hier unten sollte es möglichst unauffällig sein. Jetzt gehen wir hier nach oben. Hier haben wir nämlich auch noch doppelt liegende Leine. Und das, was ich gemacht habe, hier habe ich die Leine einfach in Abständen von etwa 20, 30 Zentimetern jeweils verknotet. Warum habe ich nicht die komplette Leine gekordelt? Einfach aus Effizienzgründen. Hier oben schaut der Fisch nicht so genau. Hier unten am Köder schaut der Fisch sehr viel genauer. Und so eine komplette Leine zu verkordeln, das dauert schon relativ lange. Warum haben wir kein Stellnetz geknüpft oder keine Reuse gebaut? Ja, warum denn? Der Grund ist relativ einfach. Wenn du zwei, drei solche Fische im Wasser gesehen hast, nichts mehr bestätigt hast, dann ist das sinnlos. Warum hast du dann geangelt?
weil wir die Angel am Feuer bauen konnten in den Pausen, in denen wir kein Holz gemacht haben. Und vor allem die Wahrscheinlichkeit, da einen Fisch rauszuholen, zwar auch relativ gering war, aber der Energieaufwand war vergleichsweise gering. Das ist der Grund. Beim Survival macht man folgende Sachen sehr häufig. Und daran erkennst du auch das realistische Survival. Du machst Dinge dann nicht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie Erfolg haben, gering ist und der Aufwand hoch ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist und der Aufwand ist gering, dann machst du die. Wenn eine Hummel vorbeikommt, dann futterst du die Hummel. Die Hummel wäre übrigens sehr viel zu groß als Köder gewesen für die Fische. Und zweitens, als die Hummel vorbeigeflogen ist und ich die dann zusammen mit Uwe brüderlich geteilt habe, hatten wir noch keine Angel. Da waren wir noch nicht beim Angeln. Das Angeln haben wir erst später gemacht, nachdem die Grundlagen gesichert gewesen sind. Das ist relativ normal, dass man das so macht. Ihr hättet ja die Hummel kühl stellen können so lange. So, das ist jetzt das Vorfach. Schön gerade. Das habe ich etwa 20, 25 cm lang. Dann kommt der erste Knoten. Und danach geht es weiter. Jeweils Knoten und das Ganze liegt doppelt. Angelleine haben wir und jetzt müssen wir an den Haken und an den Köder gehen. Und da gibt es aufgrund der Ermangelung der Larven eigentlich nur die Möglichkeit, so etwas hier zu nutzen. Das sind Fliegen. Also so kleine Fliegenimitate, die den Fisch an ein Insekt erinnern sollen. Und das müssen wir jetzt daraus hier herstellen, weil das ist kein Angelset, sondern ein Nähset, liebe Cutter. Wie beginnen wir? Wir fangen erstmal an, die Hakengröße abzuschätzen. Ich habe jetzt mal kurz eine Frage wegen, das ist ja ein Nähset und kein Angelset. Aber wenn du so eine Fliege bindest, ich meine, die besteht halt aus bunten Schnüren und der Haken besteht aus Metall. Wo ist das Problem? Du hast da Nadeln, du hast Sicherheitsnadeln, du hast bunte Schnüre. Ja. Und deine Angelschnur hast du ja jetzt aus einer besser geeigneten Leine gemacht. Das hier sind schon fertige Haken mit Ködern dran. Das sind Haken. Hier sind weder Haken noch Köder. Das heißt, das muss man alles daraus herstellen. Und es gibt einen ganz großen Unterschied. Das zeige ich dir mal an einem der großen Haken. Ein richtiger Angelhaken hat erstmal eine richtige Spitze und einen Widerhaken. Und neben diesem Widerhaken hat der Angelhaken auch noch eine Öse. Und das hat alles unser Nähset nicht. Unser Nähset hat... Oh, es hat 1,50 € gekostet. Hat... ganz normale Nähnadeln und hat Stecknadeln und ein paar Leinen. Und jetzt ist die Frage, wie wir daraus jetzt das hier herstellen. Widerhaken werden wir nicht machen können. Und da gibt es jetzt ein paar Erfahrungswerte. Die Nähnadeln sind in der Regel so gehärtet, dass ihr die nicht gebogen bekommt. Das heißt, sie brechen vorher eher ab. Die brechen. Die müsste man weich glühen und dann wieder härten. Ein Riesending. Sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die einzigen Nadeln, die sich hier wirklich eignen, sind die Sicherheitsnadeln. Also hole ich mir jetzt mal die Sicherheitsnadeln hier raus. Und warum? Weil die schon so eine Biegung haben? Ganz genau. Die Sicherheitsnadeln, die sind nicht richtig gehärtet. Und deshalb kannst du Sicherheitsnadeln auch biegen. Und die müssen ja so ein bisschen federn, aber müssen auch biegbar sein. So, jetzt habe ich hier diese Sicherheitsnadel. Jetzt kann ich das nicht einfach so als Angelhaken verwenden. Die Fische sind selber nur so groß, die wir damit fangen wollen. Und ich kann auch nicht einfach diese Öse verwenden. Die ist auch viel zu groß. Also habe ich was anderes gemacht. Wie würdest du denn die Öse verwenden können? Ja, zum Reinbinden der Angelleine. Könnte man ja machen. Aber ich habe es erstmal anders gemacht. Zuerst muss ich von der Sicherheitsnadel ein Stück runterbrechen. Das mache ich jetzt mal hier auf dem Holz. So, und das mache ich, indem ich die Sicherheitsnadel mit dem Messerrücken festhalte. Und dadurch kann ich so eine sehr, sehr kleine Biegekante erzeugen. Also ich halte jetzt den Messerrücken hier drauf und biege die Sicherheitsnadel nach oben. Jetzt biege ich sie wieder nach unten und nach oben. Aber wenn du das jetzt öfter machst, dann bricht sie ab. Ja, das will ich ja. Ich werde die Sicherheitsnadel dort brechen, weil das andere wäre viel zu groß. Also jetzt habe ich hier meinen Hakenrohling. Daraus müssen wir jetzt unseren Haken herstellen und unseren Köder. Und zusätzlich müssen wir dieses kleine Ding dann auch noch irgendwie an der Angelleine befestigen. Und da beginne ich mit dem Messerrücken wieder.
Ich biege am Messerrücken mir meinen Haken. Und sehr viel größer darf der Haken auch nicht sein, weil die Fische so winzig sind. Und das ist jetzt tatsächlich der Haken, auch von der Größe, wie wir ihn verwendet haben. Sehr viel größer hätte er gar nicht sein dürfen. Dann haben wir hier oben ja keine Öse. Das mache ich so, indem ich hier einfach so eine Kante drauf biege, was allerdings gar nicht so einfach ist. So, jetzt sieht das Ganze so aus wie ein kleines Saxophon. Und hieran kann ich jetzt mein Vorfach mit einem Hakenknoten befestigen. Also hast du dir quasi jetzt so ein Plättchenknoten hergestellt? Ja, ich habe mir so ein Plättchenhaken hergestellt, ganz genau. Haken, habe ich Knoten gesagt? Ja, aber das macht ja nichts. So, und jetzt mache ich hier einen Hakenknoten drauf für Plättchenhaken. Ein unglaubliches Gefummel bei Kannst dieser du noch Größe. Erklären, was der Unterschied zwischen Plättchenhaken und Ösenhaken ist, oder ist das selbsterklärend? Ja, Plättchenhaken haben keine Öse, um es einfach auszudrücken. Und warum gibt es überhaupt Plättchenhaken? Ja, genau, warum gibt es sowas überhaupt? Ja, weil die sehr viel einfacher und billiger hergestellt werden können. Aus dem Grund. Und kann man die genauso gut an der Angelschnur befestigen? Nee, überhaupt nicht. Oh. Es ist super aufwendig, so einen Plättchenhaken anzuknoten. Und da diesen Haken hinten dran, den werde ich auch noch ein bisschen stärker machen, weil sonst rutscht mir dieser Knoten einfach runter. Aber das ist so ziemlich genau das, was ich gemacht habe. Und jetzt muss ich hier noch meine Fliege draufbinden. Die du noch herstellen musst. Die ich noch herstellen muss, weil wir haben ja ein Nähkit und kein Angelkit. Ganz lieben Dank, liebe Orga. Ja, das ist doch Survival. So ja, improvisieren halt, oder nur nicht? Ganz offen. So etwas will ich auch als Inhalt bei Seven vs. Wild sehen, weil das sind ja die Techniken, die man durchführt, um zu versuchen, am Essen ranzukommen. Vielleicht klappt das ja auch. Ich verstehe jetzt, warum du so verärgert bist. Ungehalten, leicht verstimmt. Die haben euch extra so ein Billignäset reingemacht, um mit dem Plan wahrscheinlich zu zeigen, wie ihr improvisieren könnt. Du hast improvisiert und dann wurde es nicht gezeigt. Ja. Das ist schon unverschämt. Und umso lustiger wäre es dann, wenn dann die Leute immer fragen, warum habt ihr nicht das und das und das gemacht? Und vor allem, wenn man es dann gemacht hat, und es wird halt nicht gezeigt. Und hätte man noch mehr gemacht, wäre es dann gezeigt worden. Wer weiß. Ja gut, vielleicht hast du einfach zu viele SDs vollgemacht. Ja. Aber das ist für uns ganz gut, weil dann können wir es euch hier zeigen. So, jetzt haben wir hier den Haken. Ich habe das hier jetzt noch mal ein bisschen stärker gebogen, dass der Knoten nicht runterrutscht. Man kann hier tatsächlich auch noch ein bisschen Blatt drücken, wenn man das Ganze mit der Axt macht. Oder aber, wenn die Fische größer sind, kannst du auch direkt die Öse von den Sicherheitsklammern verwenden. Jetzt brauchen wir noch den Knoten. Moment, wenn die Fische größer sind, dann hält aber die Angelschnur das nicht aus. Nein, ja. Also mit dem, was wir als Leine zur Verfügung hatten. Kannst du bitte das Ding aus deinem Mund nehmen? Das versteht dich ja keiner. Ich nuschel da noch mehr. Mit dem, was wir als Leine tatsächlich zur Verfügung hatten, wäre es schwierig gewesen, größere Fische zu fangen. Aber größere Fische gab es auch nicht. Aber ja, dann ist ja eigentlich gut. Ja. Dann war ja das Nähset für die Größe von Fischen, die vorhanden waren, perfekt. Kann man drüber streiten. Also ich schneide mir jetzt hier ein bisschen was runter. Warum nimmst du grün und nicht pink? Ich nehme auch rot. Pink haben wir hier nicht. Das ist das Problem. Das nehme ich hier. Ja, ist es denn prinzipiell gut, eine auffällige Farbe zu nehmen, die es vor Ort nicht gibt? Weil dann werden die Fische neugierig. Ach, es ist ein Zwischending. Manche Fische brauchen wirklich eine bestimmte Form. Der Fliege, das was wir jetzt machen, ist ein Streamer oder eine Fliege. Manche Fische fressen wirklich nur bestimmte Fliegenarten. Also das, was sie kennen. Das, was sie kennen. Und du imitierst es dann. Und ich imitiere irgendeine Fliege, weil ich nicht die Chance habe, irgendwie den blauen Lachsfenchel 3,5 zu basteln. Da gibt es so Fliegenfischer, die dann ihre perfekten Fliegen immer binden. Das können wir vor Ort nicht machen. Hör mal, aber mit dem roten Faden, da kannst du doch eine Hagebutte binden. Ja, Fische fressen keine Hagebutten. So, und das, was ich jetzt mache, ich lege hier diese Faserbündel mit verschiedenen Farben lege ich an den Haken. Und
ich mache hier einen Streamer. Ich mache erstmal hier ein paar Knoten oben drauf. Ist das ein Fachbegriff für diese Art von Fliege? Ja, also es gibt bei Fliegen gibt es solche, die man mit Hilfe einer Fliegenrute an die Wasseroberfläche legt. Das heißt, da wird die Fliege ganz vorsichtig auf der Wasseroberfläche abgelegt bzw. geworfen und ein Fisch steigt auf und frisst die. Das war vor Ort aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Und das Wichtigste, es gab mit Ausnahme von widerlichen Kriebelmücken vor Ort keine Fliegen, die die Fische hätten fressen können. Dementsprechend, hätten die den Kriebelmücken gefressen? Wenn Kriebelmücken auf die Wasseroberfläche fallen, ja, aber so kleine Mücken kann man nicht als Köder verwenden. So, und so sah das dann in etwa aus. Hier noch ein paar Schlaufen drauf. Mir wird gerade ganz weihnachtlich zumute. Ah, wegen dem roten Faden. Ja, irgendwie sieht das aus wie so ein Weihnachtsgesteck. Ah, ja, kann man so sagen. So, ich habe es damals mit anderen Farben gemacht, aber das sieht ja schon ziemlich gut in die Richtung aus, was wir da gemacht hatten. Und das war eben das Einzige, was wir verfügbar hatten. Ja, und hinten habe ich da noch einmal glatt geschnitten, damit das Ganze ein bisschen kleiner aussieht, weil die Fische tatsächlich nicht groß genug waren. So, und das ist jetzt ein Streamer, den man durchs Wasser zieht. Deshalb der Name? Ja, deshalb der Name, weil man den tatsächlich einfach durchs Wasser zieht und durch diese Bewegung werden die Fische gereizt. Ihr seht das vielleicht im Video, wie Julia dann immer wieder, oder mache ich das, diese kleinen Zugbewegungen macht. Und das ist schlicht und einfach das Einzige, was wir angelmäßig vor Ort durchführen konnten. So, jetzt haben wir die Leine, die... Moment, die Rute ist jetzt aber nicht mehr deine. Die Rute ist nicht mehr meine. Ich mache jetzt aber auch nur, um es einmal zu zeigen, wie das Ganze dann aussah. Kann man da einfach so einen Knoten drauf machen oder muss es auch ein spezieller sein? Es muss schon ein spezieller Knoten sein, weil diese Leinen neigen dazu, erstens bei den falschen Knoten einfach zu reißen und zweitens, dass die Knoten durchziehen. Und jetzt haben wir das Ganze in einer Puppenstubenversion. Wie heißt denn der Knoten? Dass die werte Zuschauerschaft sich da ein Tutorial anschauen kann. Die Angelleinen habe ich miteinander verbunden mit dem Blutknoten. Und das hier unten ist der Hakenknoten und hier oben habe ich einen Wirbelknoten verwendet. So, und das war unsere Angel. Die wurde so aufs Wasser gesetzt und der Köder wurde durchs Wasser gezogen. Das Einzige, was wir verfügbar hatten und ob es geklappt hat oder nicht, ist eine andere Frage. Hätte es sich gelohnt, in das Wasser zu steigen, eine große Reuse ins Wasser zu bauen oder gar den Fluss anzustauen und leer zu machen oder sonst was? Nein, hätte es nicht. Dazu war der Fischbestand viel zu gering. Das heißt, das war das, wo ich sage, da ist der Energieeinsatz dem möglichen Erfolg in etwa angepasst. Weil das da hier zu bauen braucht zwar ein bisschen Zeit, aber es braucht keine Kraft, keine Energie. Und wenn jemand auf dem Weg zum Hagebutten sammeln eine Runde angeln geht, spricht da auch nichts dagegen. Wir haben übrigens den kompletten Fluss mehrfach abgeangelt mit diesem Kunstköder. Ich habe dann auch den Fluss komplett abgeangelt mit einem Naturköder. Was hast du verwendet? Eine Larve, eine Holzlarve. Das war eine von den drei Larven, die ich insgesamt vor Ort gefunden habe. Und ich habe die Rute dann auch bei einem Wettersturz am Wasser fängig gestellt. Was heißt das? Also ins Wasser gehängt mit Köder. Muss der Köder denn nicht die ganze Zeit gezuppelt werden? Nicht, wenn es ein Naturköder ist und wenn die Tiere sonst wenig zu fressen haben. Der Köder war danach weg, aber es war kein Fisch dran. Weil der Haken keinen Widerhaken hatte? Möglicherweise das oder weil einfach der Köder irgendwann abgefallen ist. So, das, was mich jetzt natürlich interessiert, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr wegen den kleinen Fischen, die es vor Ort gab, also das angenommen, ich habe jetzt nicht durch Blödheit den riesengroßen Hechtzander, Forellen, Bells da drin übersehen, sondern drei Fische insgesamt innerhalb von mehr als einer Woche nicht mehr gesehen. Was wäre eurer Meinung nach
adäquat gewesen? Welcher Energieaufwand? Hättet ihr versucht, die mit der Hand zu fangen? 4 Grad kaltes Wasser? Oder hättet ihr vielleicht eine andere Möglichkeit gesucht? Ja, du, da gab es doch ein paar Mal die Frage mit den Saponinen von der Königskerze. Ja, das funktioniert tatsächlich. Man kann mit Saponinen Fische vergiften. Das zeigen wir tatsächlich hier auch mal, weil wir haben die absolut perfekten Fischfangsaponine hier als Wildpflanze. Weiß Patricia, welche Pflanze das ist? Königskerze? Nein. Königskerze hat mäßig gefährliche Saponine. Aber es gibt eine Pflanze mit den gefährlichsten und giftigsten und tödlichsten Saponinen, die man sich überhaupt jetzt vorstellen kann. Jetzt hast du aber eine richtige Spannung aufgebaut und also ich weiß es trotzdem nicht. Wenn du wissen willst, um welche Pflanze sich hier handelt, abonniere den Kanal. Es wird aufgelöst. Vielleicht weiß es auch jemand und schreibt es unten in die Kommentare. Aber ansonsten nur in Griechenland, also im mediterranen Raum. Südlich der Alpen. Schon in den Alpen. Meinst du jetzt irgendwas mit... Nein, verrat's nicht. Also unten in die Kommentare oder abonnieren, dann erfahrt ihr das irgendwann. Das war die Methode, mit der wir vor Ort in Neuseeland versucht haben, Fische zu fangen. Wir hatten unser Grundnahrungsmittel und wir hatten unsere Notunterkunft aufgebaut. Dementsprechend hatten wir auch die Freiheit, die Möglichkeit, uns darum zu kümmern. Ansonsten gilt auch, in diesem Video ist ein Frame versteckt mit einer Zahl. Zu gewinnen gibt es unter anderem das Zugvogel Evo X mit der Nylonscheide. Alle Zahlen zusammenrechnen und am Ende der Ausstrahlung, ich mache da noch ein Video dazu, schicken an gewinnspiel@zugvogel.eu und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr Preise im Wert von insgesamt über 2000 Euro. Bis dann, macht's gut und Petri Heil.